sorgt. Als er 1982 die Meisterschaften gewann, veränderte er die Technik des Tischhockeys völlig. Die Rede ist von Göran Ekdur, dem schwedischen Musiklehrer, der durch ausgeklügelte Passkombination und gewiefte Tischhockeyspieltricks weltweit Aufsehen erregte. Können ist alles. Nach diesem Motto wird hier trainiert. Früher waren es noch 2 bis 3 Stunden am Tag. Heute genügt eine halbe Stunde. Die Freude über einen im Tor versenkten Puck ist aber nach wie vor groß. Göran ist für die Taktik verantwortlich. Seine aufsehenerregenden Tricks haben Schule gemacht. So klar und zielführend alle diese in Zeitlupe gezeigten Aktionen auch aussehen mögen, der Laie müsste verzagen. Denn ein geschultes Auge, gute Reaktion und viel Gefühl sind das Um und Auf, um hier mithalten zu können. Und wer einmal den Dreh heraußen hat, will nur noch eines: gewinnen. Wie das Wetter morgen wird, das sagt euch jetzt unser Quatsch.